Ich hatte mal einen Patienten, der hat die ganze Nacht gejammert, der hat Schmerzen, Schmerzen, Schmerzen. Das war ein retardierter Patient, schon 60 Jahre. Und dann habe ich gefragt, warum er so Schmerzen hat, warum ihm das, was ihm so wehtut. Ja, mein Teddy fehlt mir. Und dann habe ich gedacht, ich hole den mal eben von Station. Der war aber nicht auf Station, der war in dem Heim, wo er gelebt hat. Und dann habe ich von der Gynäkologie einen Elefanten, so einen Knuddelelefanten bekommen. Die haben manchmal Kuscheltiere für begleitende Kinder da gehabt. Und dann habe ich diesen Elefanten gebracht. Den hat der Patient in den Arm genommen, als ich sagte, das ist der beste Freund vom Teddy. Hat sich rumgedreht und hat die Nacht durchgeschlafen, ohne Schmerzmittel.